Gut, willkommen zurück zu Let's Play Final Fantasy 9, Leute. So, in der letzten Folge haben wir den Tenor besiegt mit seinem Gefolgsmonster Cilion. Und wir spielen jetzt einfach mal weiter. Was hat sie dann? Ach, schon in Ordnung. Okay, er hatte wohl doch nichts. Ich weiß nicht, warum er den Leuten nicht erzählt hat, was da eigentlich vorgefallen ist. Vielleicht kriegen wir das irgendwie raus. Gut, wir müssen jetzt hier hoch. Einmal hier rüber jumpen. Das da gleiche machen wir hier auch nochmal. Und dann sind wir auch schon aus der Hülle raus. So. Endlich befinden wir uns oberhalb des Nebels. Es geht doch nichts über einen klaren blauen Himmel. Sieh mal, da unten ist ein Dorf. Ey, stimmt. Ich habe irgendwie das Gefühl, dieses Dorf schon mal gesehen zu haben. Ihr seid wohl schon viel herumgekommen in euer Leben, nicht wahr? Die Welt, die ich kenne, befindet sich fast ausschließlich nur in Büchern. Vielleicht seid ihr ja schon mal in diesem Dorf gewesen. Wir sollten auf jeden Fall hingehen. Hey, hey, nicht so schnell. Du bist eine Prinzessin schon vergessen? Du weißt ja wohl, was das bedeutet, oder? Hier wimmelt es vielleicht schon von Leuten, die dich suchen. Wenn also jemand bemerkt, dass du die Prinzessin bist, dann gute Nacht. Was redest du da, Kerl? Irgendwelche Heimlichtuereien ist absolut unter der Würde der Prinzessin. Außerdem sind wir ohnehin schon halb auf dem Weg zurück ins Schloss. Was spielt es dann für eine Rolle? Und was bildest du der hergelaufene Banit dir eigentlich ein, die Prinzessin zu duzen? Für dich heißt das ihre königliche Hoheit. Erspar mir deine Gesülze, Alter. Ich kann duzen, wen ich will, klar? Wenn wir schon dabei sind, für wen hältst du dich eigentlich? Machst du ja immer einen auf feiner Ritter. Bitte hört auf, euch zu streiten. Hört sofort auf, euch zu streiten! Und übrigens, Steiner, ich habe nicht vor, ins Schloss zurückzukehren. Aber eines ist jedenfalls sicher. Ich sollte diese Reise tatsächlich nicht mehr als Garnet antreten. Oder weiterführen. Sag mal, Sidan, wie nennt sich das hier eigentlich? Das Teil da? Naja, das ist ein Dolch, aber nicht irgendeiner. Hey, ein sogenannter Liliendolch. Extra scharf und schön verziert. Weißt du, kurze Klingenwaffen. So wie diese, nennt man Dolche. Etwas längere wären dann Kurzschwerter. Die ganz großen, für die man beide Hände braucht, zwei Hände, und dann wären da noch... Hey, danke, ich glaube, das genügt. Ein Liliendolch, habt ihr gesagt. Prinzessin, der Dolch mag zwar klein sein, aber es ist trotzdem eine gefährliche Waffe. Schneidet euch bitte nicht. Liliendolch, und Lilien waren ja schon immer meine Lieblingsblumen. Ich habe es, nennt mich von nun an. Gut, jetzt haben wir die Wahl, sie Lilly zu nennen. Und die behalten wir auch mal. Nennt mich von nun an Lilly. Zidane, was hältet ihr davon? Klasse. Ein absolut edler Name, Lilly. Jetzt müssen wir nur noch etwas mit deiner Sprechweise machen. Versuch doch mal einfach so frei von der Leber weg, wie ich zu plaudern. Nicht immer so vornehm und hochgestochen. Gut, ich werde mir redlich Mühe geben. Nein, nein, in einem Fall wie diesem sagst du zum Beispiel... was würdest du wohl sagen, Vivi? Okay, werde es versuchen. Okay, werde es versuchen. Das ist es, Lilly. Gut, nachdem wir jetzt alles geklärt ist, wollen wir dann so langsam mal? Okay. Du. Gut, wir sind wieder auf der Weltkarte und ja, wir wollten in dieses kleine Dörflein, wo ist es, da hinten ist es das, ich glaube schon. Gut, dann gehen wir mal dahin. Huch, ein Kampf, oh mein Gott. Okidoki. Oh mein Gott, was ist das für ein Viech? Naja, egal was es ist, wir werden es einfach mal töten. Oh, Feuer reicht wohl nicht mehr aus. Aber wir haben ja Steiner, wa? Der regelt das Ganze schon. Wie viele Erfahrungspunkte bringt uns das? 12. Okay.
dann wollen wir mal in dieses kleine Dörflein gehen. Fragezeichen. Wir gehen einfach mal rein. Boah, schaut doch mal, eine Windmühle. Vivi, die Pension ist hier drüben. Gehen wir jetzt schon schlafen? Ich würde noch so gerne zur Windmühle gehen. Ich weiß, aber wir sollten uns erstmal ein wenig ausruhen. Außerdem müssen wir besprechen, wie es jetzt weitergehen soll. Okidoki. Zidane ist der Boss. Der arme Steiner. Huch. Hast du den gesehen? Hab ich. Was meinen die? Dorf Dali. Okay. Hallo. Ach herrje, bitte verzeiht, seid willkommen. Nein, ein hübsches Fräulein einstarren geziemt sich aber gar nicht. Nein, eigentlich habe ich auch gar nicht die junge Dame, sondern den... Wie dem auch sei, bitte sehr. Sie da? In welches Zimmer soll ich die Nacht verbringen? In dem gleichen Zimmer wie alle. Aber sie da, ich bin doch nie mit Männern im gleichen... Das kann ich ja verstehen, aber in so einer kleinen Pension gibt es nun mal keine Einzelzimmer. Also, rein mit euch. Okidoki. Nettes Zimmer. Oder nettes Zimmer, bitte. Also. Bevor wir schlafen gehen. Bevor wir schlafen gehen, möchte ich noch eins wissen. Wo wolltest du eigentlich hin, nachdem du das Schloss verlassen hattest? Die haben wir nicht abgestürzt, müssen wir jetzt doch schon hin. Dann sind wir jetzt schon längst im Nachtbereich Lindblum. Wolltest du das Königreich Alexandria verlassen? Tja, als blinder Passagier wäre es wohl tatsächlich ein leichtes gewesen, über die Grenze zu kommen. Aber jetzt müssen wir wohl auf das auf Schusters Ratten das Südentor passieren. Über die Grenze also. Zidane, hör mich an. Es gibt einen äußerst wichtigen Grund, warum ich über die Grenze muss. Den Grund kann ich dich nicht wissen lassen, aber ich muss einfach. Ach, verstanden. Mach dir keine Sorgen. Ich werde dich schon nach Lindblum bringen. Ich habe dir diesen Schwachsinn lange genug angehört. Bei mir. Prinzessin, hört auf mich und schenkt deinen Worten keinen Glauben. Wer weiß, wann dieser Tunichtblut euch wieder in große Gefahren stürzt. Erinnert euch doch nur an den verwunschenen Wald. Ich weiß zwar nicht, was vorgefallen ist, aber bitte kehrt mit mir ins Schloss zurück. Dass sich im verwunschenen Wald mit der Rettung von Lady zögerte, war ein Fehler, aber das kommt nie wieder vor. Mein Entschluss steht fest, ich werde Lily auf ihrem Weg beschützen. Soll das ein Witz sein? Diese Aufgabe gebührt einzig und allein diesem Steiner. Dann verrat mir doch, wie du ins Schloss zurückkehren willst. Dies zu überlegen gehört auch zu meinen Aufgaben. Achso. Und wie war Meister Vivi? Es war ein anstrengender Tag und er sah schon die ganze Zeit müde aus. Aber weil der Herr Ritter von Klapperhausen ja unbedingt seine Meinung zum Besten geben musste. Was? Lass uns auch ein wenig schlafen. Gut, dann legen wir uns alle mal einfach hin. Was für eine liebliche Stimme. Wer singt da? Alle wieder aufgestanden schon? Das Lied habe ich vorher noch nie gehört. Diese Stimme klang nach Lilly? Scheinen die alle schon auf den Beinen zu sein. Dann wollen wir die dreimal suchen. Okay, wir haben jetzt ein Active Time Event. Aber das gucken wir uns im nächsten Part von Final Fantasy 9 an. Also Leute, bis dahin. Haut rein!